Okay, wir fangen an und zwar der erste Talk von den beiden Gesichtern, die ihr die nächsten 2 Tage sehr oft sehen werdet. Falk Stern, Full-Stack-Infrastructure-Architekt, macht viel IPv6. Nach allem, was ich gehört habe, hast du ein Kubernetes-Cluster im Keller. Da reden wir später nochmal drüber. Arbeitet bei der Profi-AG. Und Maximilian Wilhelm, tagsüber Senior-Infrastructure-Architekt an der Uni Paderborn. Dazwischen irgendwann Freifunk-Hochstift, da hören wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was drüber. Morgen. Morgen. Und bei Nacht Open-Source-Hacker. Beide kann man käuflich erwerben und mieten. Das heißt, wenn ihr Bedarf habt, meldet euch an sie und der ganze Track mit freundlicher Unterstützung von Sören, dem Rentier. Alles klar. Wir erzählen ein bisschen was dazu, was so Netzwerkmodelle sind, wie Netzwerke theoretisch funktionieren, wie man da das in Schichten pressen kann, wie dieses Ethernet funktioniert, also das da. Und was dieses alte IPv4 ist und wie man damit mit Linux umgeht. Und Falk fängt an. Genau, jetzt habe ich beide Hände voll. Wir fangen an mit dem guten alten OSI-Schichtenmodell. Das wurde damals von der Open Systems Group mal zusammengedengelt, um die einzelnen, sag mal, Teile von Netzwerken auseinanderzuhalten. Klassisch haben wir unsere 7 Layer. Fängt unten an, Physical Layer, das ist alles, was man so anfassen kann. Dann haben wir das Data Link Layer, da ja, gute alte Layer 2 Adressierung, also alles, was auf dem Ethernet-Draht passiert. Dann kommt da drüber der Network Layer. Der Network Layer ist dafür da, dass Pakete auch tatsächlich zugestellt werden. Und dann gibt es da drüber noch den Transport Layer, der sorgt dafür, dass eine Verbindung entweder sicher übertragen wird, also falls irgendwo unterwegs was verloren geht, damit es nochmal geschickt wird, oder einfach so durchgeschickt wird. Das hängt dann an den jeweiligen Protokollen. Und hoch. Falsche Richtung. Da. Und oben haben wir noch Presentation, Application und Session. Das ist mittlerweile alles in eins zusammengedampft. Das ist das gute alte Layer 7 oben, Application. Jetzt war das Ganze natürlich für die ganzen Open Source Hacker damals alles viel zu kompliziert. Und man hat sich gedacht, das Ganze mal so auf 5 Layer einzudampfen eigentlich. Beziehungsweise auf 4. Das ist dieses Hybridmodell in der Mitte. Und ganz links seht ihr das TCP-IP-Modell, das eigentlich nur aus 5 Schichten besteht. Unten Physical Layer, ganz klar. Ethernet, Wireless, sonstige Übertragungstechniken. Darüber Network Layer, das ist Layer 2, über das wir eigentlich immer reden. Das ist Ethernet, das, was auf dem physikalischen Medium passiert. Dann haben wir darüber den Internet Layer. Das ist ganz klassisch unser TCP, nee, unser IP, unser Internetprotokoll. Gibt es in Version 4, in Version 6. Transport Layer ist oben drüber unsere klassische Protokollsuite, also TCP, UDP, ICMP. TCP sorgt dafür, dass alle Pakete an der Verbindung auch wirklich ankommen. UDP ist zustandslos, das wird einfach losgeschickt und man hofft, dass es ankommt. Benutzt man zum Beispiel für Voice oder ähnliche Sachen, wo es nicht so viel ausmacht, wenn ein Paket hinten runterfällt. Und oben Application Layer, das ist so das Ganze oben drüber, also sprich HTTP, Voice Codecs, ähnliches. Oder wie wir Netzwerker sagen, Packet Overhead. So, hier haben wir die Layer nochmal zusammengefasst. Und zwar haben die jeweiligen Dinge auf den Layern auch Namen. Unten drunter, Physical, gibt es Bits. Auf dem Data Link Layer gibt es Frames. In meinem Network Layer habe ich Packets. Und oben drüber gibt es dann im Transport gibt es dann Datagrams oder Segments. Und ganz, ganz oben Session, Presentation, Application gibt es SSH, IRC, HTTP, was auch immer da oben übertragen wird. Man kann sich das Ganze gut merken. Gibt es einen schönen Merksatz: Please do not throw Salami-Pizza away. Und schon hat man alle Layer. Gut, fangen wir unten an. Physical, wir haben Ethernet, ganz klassisch.
Wie sieht denn das aus? Wer kennt denn sowas hier noch? Ja, das ist schon Version 3 oder 4. Da hießen sie schon Orinoco und nicht mehr Wavelan. Vor zwei Wochen haben wir eine goldene davon noch weggeschmissen. Ich habe noch eine silberne zu Hause. Wer kennt das da noch? Oder wer kann das identifizieren? Das PCI des Okay. Ja. Das ist halt die klassische WLAN-Karte gewesen. Mittlerweile ist das Zeug überall neben Rechner verbaut und deutlich kleiner geworden. Damals waren die großen Schweine teuer. Das ist eine Fast-Ethernet-Karte, macht 100 Megabit pro Sekunde, ist auch schon jenseits der 20 Jahre alt und mittlerweile langsam. Bisschen was zum Ethernet. Ethernet wurde damals in den 70ern bei Xerox entwickelt, weil man diesen neumodischen Computer hatte, den Alto, und der ja auch mit anderen Dingen irgendwie reden musste, weil so die Platten alle zu klein waren und das alles hinten und vorne nicht passte. Und man auch E-Mails durch die Gegend schicken wollte. Inspiriert ist das Ganze vom AlohaNet. Das AlohaNet ist an der Universität in Hawaii entstanden. Das ist also eine Inselgruppe. Und die Universität war über diese Inselgruppe verteilt. Jetzt wollte man natürlich die Universitätscomputer miteinander reden lassen. Also hat man das erste Packet Radio gebaut und über Funk tatsächlich 9600 Bit pro Sekunde übertragen. Was damals schon relativ schnell war, weil sag mal, so ein Modem hatte 56 Kilobit, das war schon unglaublich. Lernt jeder Informatikstudent im vierten Semester die Geschichte. Okay. Sehr schön. Das erste Ethernet hatte satte 3 Megabit, war noch sehr, sehr komisch. Ist dann irgendwann 1980 von Dreikom, einer Ausgründung von Xerox, mit 10 Megabit gebaut worden. Und ist dann irgendwann 83 als IEEE-Standard festgelegt worden, damit es halt auch mal herstellerübergreifend benutzt werden konnte, weil damals gab es ARCNET, Tokenring, Ethernet, noch ganz viele andere Netzwerktechniken, die alle nicht zueinander kompatibel waren. Und dem wollte man mit dem IEEE Ethernet mal so ein bisschen den Riegel vorschieben und mal sagen, pass mal auf, so machen wir das jetzt und dann können wir auch mal Geräte anderer Hersteller zusammenstecken. Das war damals noch nicht so ganz üblich. Es gibt für Ethernet so einen schönen Standard, CSMA/CD. Wer von euch benutzt SNMP irgendwo zum Monitoring? Ihr werdet irgendwo mal dieses CSMACD gesehen haben, wenn ihr Ethernet-Interfaces monitort. Das ist genau das. Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Das heißt, Carrier Sense heißt, ich gucke, habe ich ein Kabel drin? Ist da irgendwer? Multiple Access heißt, mehrere Stationen können auf diesem Kabel reden. Und Collision Detect heißt, ich gucke, bevor ich rede, ob schon jemand anders quasselt. Da kommt dann nämlich auch die Längenbeschränkung her von ungefähr 100 Metern. Das heißt, diese 100 Meter sind die Zeit, die das Signal braucht, bis es bei einer anderen Station angekommen ist. Das heißt, wenn meine Segmente länger als 100 Meter werden, kann eine Station nicht mehr feststellen, ob die andere gerade redet. Also das passt dann nicht. Ja, Ethernet heute, üblicherweise haben wir in so einem Access Port, haben wir ein Gigabit. Eure Laptops haben wahrscheinlich alle irgendwo einen Gigabit-Anschluss, wenn sie noch überhaupt noch Ethernet haben. So ein normaler Server hat zwischen 10, 25, 40 oder 50 Gigabit pro Sekunde Uplink, das meistens zweimal. Es gibt mittlerweile kommerziell verfügbar 400 Gigabit-Interfaces für Router. Das passiert dann meistens über Glas, das geht nicht mehr über Kabel. Und ich kann Ethernet auf allem Möglichen fahren. Ich kann das über Kupfer machen, ich kann das über Multimode Single Mode Fiber machen. Gut, DSL kann ich sogar über nasse Wäscheleine machen. Brieftauben nicht zu vergessen. Ihr IP over Avian Carriers, danke. Und so sieht so ein Ethernet-Paket aus. Ich habe vorne eine Präambel, die sorgt dafür, dass Empfänger und Sender sich einmal synchronisieren können. Dann habe ich vorne meine Ziel-MAC-Adresse, damit das Gerät dazwischen irgendwann weiß, so hey, da muss es hin. Dann habe ich meine Source-MAC-Adresse, wo kommt es her?
Dann habe ich meinen Ethertype. Was ist denn das überhaupt für ein Paket? Und danach habe ich meinen Payload. Das kann dann irgendwas sein. Aber das ist doch gar kein Paket, das ist doch ein Frame. Keiner mag Klugscheißer. Aber ich weiß es doch wirklich besser. Stimmt schon. Dann gibt es ein paar spezielle Dinger im Ethernet, die nennen sich Repeater und Bridges. Repeater, wir hatten von das Problem, dass so eine Segmentlänge ungefähr 100 Meter sein können. Was mache ich in großen Gebäuden, wo ich von einem Ende zum anderen 200 Meter habe? Gut, ich tue einen Repeater dazwischen, der merkt sich das Paket und schickt es dann weiter. Die verstärken eigentlich nur Signale und sind ansonsten dumm wie Brot. Das heißt, so ein Ding hat zwei Löcher, auf dem einen Loch kommt das Paket rein, auf dem anderen geht es wieder raus. Und das Problem, das ich dabei habe, ich verlängere meine Collision-Domäne, das heißt, ich muss halt gucken, wer gleichzeitig sendet, sonst sind nachher zwei Leute gleichzeitig und dann gibt es Murks auf dem Draht. Dann gibt es Bridges. Bridges haben ein bisschen mehr Intelligenz, die lernen, wer auf welcher Seite ist. Das heißt, sie wissen, wo sie Pakete hin weiterleiten müssen oder ob das Paket eventuell gerade daher kam, oder auf dem Strang bleiben muss, wo sie schon hingeschickt haben. Und Bridges sorgen dafür, dass ich meine Kollisionsdomänen kleiner halte. Dieses ganze Collision Domains, das haben wir heute nicht mehr, weil heute haben wir Switche. So ein Switch hat eine Collision Domain zwischen sich und dem Host, also eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, entweder der Switch redet oder der Host redet. Mittlerweile haben wir sogar Full-Duplex-Ethernet. Das heißt, es können beide gleichzeitig reden. Das heißt, dieses ganze Collision-Domain ist mittlerweile weg. Es sei denn, jemand beschäftigt sich noch historisch mit BNC-Netzwerkkabeln oder den guten alten Hubs. Das würde ja niemand zugeben. Genau. Hubs sind Multiport-Repeater und Switches sind Multiport-Bridges. Und für Bridges gelten relativ einfache Regeln. Was sind das? Sollte das nicht auf das Slide stehen? Egal. Beziehungsweise machen drei Dinge mit Paketen. Weiterleiten, replizieren, also bei Broadcasts, oder wegschmeißen, wenn es kaputt ist. Ja? Nicht so? Doch? Ja. Du hast jetzt gerade beim Switch die Collision Domain. Oh. Guten Morgen. Du hast gesagt, beim Switch ist die Collision-Domain zwischen Host und Switch. Das führt aber trotzdem nicht dazu, dass man die 100 Meter ein bisschen großzügiger auslegen bzw. überschreiten kann. Nee, also du hast die 100 Meter dann immer zwischen Switch und Endgerät, ne? Aber halt nicht mehr auf einem Segment. Früher hattest du Ethernet als Bus mit BNC und dann diesen ganzen netten T-Stücken dazwischen. Und das durfte nicht länger wie 100 Meter sein. Jetzt hast du halt 100 Meter zwischen Station und Switch. Das heißt, die würden sich gegenseitig ins Wort fallen, die zwei, wenn es zu lang ist und Kabel. Genau, weil der eine noch nicht mitkriegt, dass der andere schon redet. Wobei, mit heutigen Kabeln muss man dazu sagen, 120 gehen meistens. Wie misst man das? Wo ist Limit tatsächlich? Ganz ehrlich, wenn du ein Limit messen musst, nimm Glas. Gut, jetzt habe ich schon ganz viel über Adressen geredet. Die haben wir im Ethernet auch. Die sehen so aus, das sind 48 Bit. Immer jeweils so ein Tupel, 6 Stück davon. Die sind dazu da, damit sich Stationen auf demselben Medium identifizieren können. Das heißt, die Dinger sollten unique sein. Die sollten sogar global unique sein. Es gab da mal einen Fall bei 3Com, als sie eine große Serie mit Netzwerkkarten mit gleichen MAC-Adressen verschickt haben. Das hat damals zu sehr viel Freude geführt, wenn man mehrere gekauft hat. Fertig? Gut. Du schuldest uns einen Drink, wir trinken Whisky. genau, aufgebaut sind die Dinger. Ich habe die ersten drei Oktets.
Das ist der Organizational Unique Identifier. Das heißt, das Ding wird von der IEEE pro Firma vergeben. Das heißt, anhand der ersten drei Tupel kann ich feststellen, wer war es denn oder wer hat das Gerät gebaut. Hinten die letzten drei Oktets sollten eindeutig sein. Jeweils. Das heißt, die werden üblicherweise immer um eins hochgezählt pro Gerät. Wenn man dann so sechs Netzwerkkarten in so einem Server verbaut hat, kann man die MAC-Adressen schön hochrechnen. Meistens. Meistens. Es gibt noch so ein spezielles Bit hier, das siebte Bit von links. Das heißt entweder globally unique, wenn es auf 0 ist, oder locally administered, wenn ich die MAC-Adresse selber gesetzt habe. Das ist besonders bei virtuellen Maschinen interessant, weil da muss ich mir eine MAC-Adresse ausdenken. Es gibt zwar ein Präfix, das eine VMware mal registriert hat. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, aber da 0, ist 0, halt... 0056, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ja, 0050, 54, irgendwie so. Und da ist dieses Bit halt 1, weil es locally administered ist. Jetzt mal ein Beispiel für ein Linux-Command-Line, IP-Link. Das zeigt mir an, welche MAC-Adressen ich im System habe, welche Interfaces ich im System habe. Hier habe ich mein Ethernet. No carrier state down, klar, es steckt gerade kein Kabel drin. 705A05 müsste HP sein. Mich recht entsinne, ich habe es aus meinem HP-Notebook rauskopiert. Und hier habe ich mein Wireless, Broadcast, Multicast, Up. Ja. So. Kommen wir zu interessanten Sachen, über die ich lange reden kann. Also damit kann ich auch einen ganzen Vortrag füllen. Ich halte es jetzt mal kurz. Spanning Tree. Ich habe ja das Problem, wenn ich Netzwerkverbindungen habe, möchte ich manchmal auch Redundanzen stecken. Das heißt, falls mein Kabel kaputt geht oder ein Gerät kaputt geht. So wie zum Beispiel hier unten habe ich ja so eine schöne Schleife drin. Normalerweise macht so eine Bridge, es geht auf Port 1 raus und geht auf allen anderen Ports raus, wenn es ein Broadcast-Frame ist. Stecke ich einen zweiten Switch da dran, ist auch noch alles gut. Verbinde ich diese Switche mit zwei Kabeln, wird es interessant, weil die Bridge sagt nur, du schickst das Paket nicht auf den Port raus, wo du es reinbekommen hast. Was passiert denn, wenn die Bridge das Paket auf zwei Ports reinbekommt? Wird es aus den anderen ja wieder rausgeschickt. Also habe ich plötzlich eine kleine Schleife drin, einen Broadcast-Storm und nichts geht mehr. Das wird wahrscheinlich irgendwelchen Leuten schon passiert sein, weil zum Beispiel die Putzfrau das lose hängende Ethernet-Kabel in die andere Dose wieder gesteckt hat. Profis nennen das auch ARP-Beschleuniger. Genau. Dafür gibt es ein Protokoll, das nennt sich Spanning Tree. Das baut aus dem Netzwerk einen logischen Baum mit einer Root-Bridge an der Spitze und fängt dann an, einfach entsprechend Ports abzuschalten. Das heißt, wenn ich hier oben meine Root-Bridge habe, habe ich hier meinen Root-Port, der geht nach oben weg. Ich habe hier einen Blocked-Port. So, das heißt, da passiert nichts, weil das wäre mein alternativer Pfad dahin. Genauso hier unten, wo ist er? Da, habe ich wieder meinen Port nach oben, das heißt, ich habe hier meinen Baum, ich habe hier einen Blocked Port. Das heißt, auch da passiert wieder nichts. Das heißt, ich habe mein Baum geht einmal hier hoch und er geht hier hoch. Damit habe ich keine Schleifen in dem ganzen Ding drin. Man sollte das anschalten, es gibt Switch-Hersteller, die haben es per standardmäßig nicht an. Also wenn ihr irgendwo einen managebaren Switch habt, das erste, was ihr machen solltet, ist Spanning Tree anschalten. Wenn ihr einen managebaren Switch habt, auf dem Spanning Tree an ist, solltet ihr es nicht ausschalten. Es dient eurer eigenen Sicherheit. Man sollte es tatsächlich nur dann ausmachen, wenn man ganz genau weiß, was man da tut. Weil ansonsten ist das ein falsch gestecktes Kabel oder habe ich jetzt in den dummen Switch schon einen Uplink reingesteckt oder nicht? Na, ich stecke nochmal einen zweiten, gucken, was passiert. Fängt es ganz hektisch an zu blinken und nichts geht. Und damit wären wir auch durch mit Ethernet. Fragen soweit? Guten Morgen, Herr Walzer.
jetzt. Also der Fall mit den doppelten MAC-Adressen, ist der überhaupt vorgesehen? Das heißt, wie wird der erkannt oder wie äußert sich das? Der ist nicht vorgesehen und das wird auch nicht erkannt. Das merkst du dann, dass schlimme Dinge passieren und manchmal die Kiste erreichbar ist, manchmal die, aber nie eine über längere Zeit. Es könnte auch doppelte IP-Adressen sein, genau. Die teilen sich ein Medium, das ist richtig, aber normalerweise sagt der Access Point dir, wann du dran bist mit Senden. Okay, das heißt der Manager. Genau. Bei WLAN wird auch nicht CSMA-CD benutzt, ich glaube, das ist CSMA-CA, Collision Avoidance. Es wird versucht zu vermeiden. Ich weiß nämlich, dass es echt schön ist, wenn man die Aufzeichnung guckt, wenn die Frage dabei ist, dann kann man mit der Antwort auch was anfangen. Gibt es irgendwie einen vernünftigen Grund, warum man Spanning Tree, wenn man Ahnung hat, dann doch mal ausnahmsweise ausschaltet? Wenn du zum Beispiel nur Layer 3 Links hast und IP Fabrics gebaut hast und dir ganz, ganz sicher bist, dass da keiner irgendwo was quersteckt, dann kann man das ausschalten. Gut, dann macht der Max jetzt mal weiter mit IP und versucht euch mal diese komischen Nummern nahezubringen. Genau, dann gehen wir jetzt einen Layer hoch und reden über klassisches IP oder heute auch Legacy IP genannt. Das sind nur 32-Bit lange Adressen, das heißt unser Adressraum ist ein bisschen kleiner. Darüber identifizieren wir jetzt Rechner nicht nur innerhalb des lokalen Ethernet-Segments, sondern im Zweifel weltweit oder darüber gehend hinaus. Was heißt darüber gehend hinaus? Ich könnte zum Beispiel noch VPNs haben, eigene Infrastrukturen haben, die nicht am Internet hängen. Da brauche ich im Zweifelsfall auch noch IP-Adressen dafür. Sowas hat ja vermutlich schon mal jeder gesehen. Wenn ihr jetzt hier im WLAN seid in dem Raum, seht ihr eine Adresse, die ungefähr so aussieht. Das heißt, die 32-Bit-Adresse, was ja ungefähr 4 Milliarden sind, oder Zahl zwischen 0 und 4 Milliarden, ist so für einen Menschen schlecht lesbar. Deswegen wird das Ding klein gehackt und in 4 Teilen aufgeschrieben. Das nennt man Oktette, weil es jeweils 8 Bit sind. Damit kann man sich das leichter merken und kann es auch leichter lesen und leichter eingeben. Und das Ganze wird unterteilt in einen Netzwerkteil von vorne und einen Hostteil. Das heißt, das hier ist das Netzwerk, in dem ihr seid und das da hinten wäre der Host. Ist jetzt ein bisschen gelogen, dazu gleich mehr. Wir haben hier sehr viele IP-Adressen. Historisch, das ist schon ein paar Tage her. Wo steht's denn? Seit 1993 ist das, was ich jetzt erzähle, deprecated. Ich erzähle das jetzt einmal richtig, damit ihr den historischen Kontext kennt. Und danach wollen wir das nie wieder hören. Genau. Viele Leute sprechen von Class A, B oder C Subnetzen. Ein Class A Subnetz wurde damals vergeben für ganz, ganz große Organisationen. Oder andersrum. Wenn ich damals beim RIPE angefragt habe, ich hätte gerne IP-Adressen für meine Uni, meine Firma, was auch immer, haben die mich gefragt, wie viele brauchst du denn? 256, 65.000 oder noch mehr? So als Uni kam man mit 256 Adressen meistens nicht hin, deswegen haben die meisten Unis 1 bis 3 / 16 darum liegen. Das liegt daran, weil sie in diese Klasse passten. Das heißt, Netze gab es nur in 3 Größen. Warum gibt es diese 3 Klassen? Um eben diese 3 Größen abbilden zu können. Man hat irgendwann festgestellt, wenn wir das so weitermachen, ist bald alle. Das ist blöd. Was ist dazu noch wichtig? Viele Leute benutzen synonym Class C mit einem Netz der Größe, wo 256 Adressen reinpassen. Das stimmt nicht. Die genaue Definition beinhaltet auch das Prefix, das Binary Prefix der Adresse ganz vorne, sprich aus welchem Bereich die Adresse kommt. Das heißt, eine Adresse aus diesem Bereich war mal, vor vielen, vielen Jahren, Class A. Das ist der Grund, wenn ihr in euer Windows eine IP-Adresse eintippt, die zum Beispiel mit einer 10 anfängt, Tab drückt, da automatisch eine Netzmaske von 255.0.0.0 steht. Das zieht sich bis heute durch. Analog hier und hier. Dieses Konzept ist seit 1993 tot. Ja, du bist manchmal ein bisschen alt. Also, ernsthaft, wer heute noch in Klassen denkt, sollte das nochmal überdenken. Es gibt CIDRE, das erklären wir gleich, das hat das abgelöst.
Noch zur Vollständigkeit halber, was sind diese zwei Klassen? Das sind Multicast-Adressen, quasi das, was ich gerade mache. Ich rede mit euch hier, die im Raum sind, also ich strahle einen Multicast aus zu vielen Leuten. Das da unten ist Reserved. Diese Adressen wurden nie benutzt. Jetzt denkt man sich doch, Moment, IP-Adressen sind doch knapp im Moment, warum nutzen wir die nicht? Wir haben noch eine ganze Menge da rumliegen, das sind Slash 4, glaube ich. In vielen Routern sind die Dinger blockiert. Also ich kann daraus keine IPs konfigurieren, weil ist reserved for future use. Es gibt lange, lange immer wieder aufkommende Diskussionen in der Netzwerk-Community, lass uns diese Adressen nehmen, dann haben wir noch ein paar Jahre länger was. Nee, trauen wir uns nicht. Okay, alt, einmal korrekt erklärt, nie wieder drüber sprechen. Ernsthaft. Wie macht man das heute? Menschen haben sich überlegt, diese drei Größen sind ein bisschen wenig, lass uns das doch mal ein bisschen präziser zusammenschneiden. Dafür gibt es CIDRE, was classless, klassenlos, Interdomain Routing ist, oder Variable Length Subnet Mask. Das heißt, ich kann meine Subnetzmaske, die angibt, wo die Trennung ist zwischen Netzwerkbereich und Adressbereich, nicht mehr nur da, da oder da ansetzen, sondern bei jedem der 32 möglichen Bits. Das heißt, wenn man sich mal so eine Netzwerkmaske in binär aufschreibt, das sind 32 Bits, zähle ich einfach, wie viele davon von vorne gesetzt sind. Die geben binär den Teil der Adresse an, den ich nicht verändern kann, sprich den ich vorgegeben bekommen habe von meinem Admin etc. oder den ich mir selber ausgewürfelt habe. Und alles, was eine 0 ist, kann ich frei würfeln und daraus alle Kombinationen nutzen, um mir daraus IP-Adressen zu ziehen. Das heißt, 1/16 hieße im einfachsten Fall, zum Beispiel die IPs nehmen, die wir hier haben, 94.45/16 hieße, die erste mögliche IP wäre 94.45.00. Hier hinten alles 0, so wie aufgeschrieben. Oder die letzte mögliche IP 94.45.255.255, wären knapp 65.000 Adressen. Das hier wäre deutlich kleiner. Also je größer die Zahl, desto kleiner das Netz. Leute, die gut in Mathe sind und Zweierpotenzen ausrechnen können, können sich mit 2 hoch 32 minus der Netzmaske relativ leicht ausrechnen, wie viele IPs man zur Verfügung hat. Hast du dem etwas hinzuzufügen? Ja, wir haben noch eine Sache vergessen. Und zwar haben wir im Ethernet sowas wie Netzadressen und Broadcast-Adressen. Broadcast-Adressen sind immer die letzte Adresse im Netz. Das heißt, in unserem Beispiel mit dem Slash 16 wäre das 94.45.255.255. Alles, was ich an die Adresse schicke, geht an alle Rechner im Netz. Und die Netzadresse ist einfach nur reserviert. Das ist die erste IP-Adresse im Netz, sprich in dem Fall 94.45.00. So. Die wird üblicherweise genutzt, um mit der Subnetzmaske anzugeben, um welches Netzwerk es sich gerade handelt. Genau, oder wird auch für Routen verwendet und Ähnliches. Soll ich mal die nächste Frage noch? Möchtest du, bitte gerne. Ja, mach ich. Es gibt so ein paar bestimmte Präfixe, die reserviert sind. Sogar eine ganze Menge eigentlich. Fangen wir mal an bei Loopback. Das ist ein /8-Netz, das heißt, ich habe 16 Millionen Adressen für meinen eigenen Rechner reserviert. Das sind Loopback-Adressen, die werden noch nicht geroutet, die kann ich auf meinem Rechner verteilen, wie ich lustig bin. Üblicherweise habe ich 127.001 und vergebe eigentlich auch nicht mehr. Das ist auf jedem System so, sei es diese Cisco-Box da, sei es ein Linux, ein Unix, ein Mac, ein Windows. Euer Handy hat diese IP, wenn ihr das auf einem Handy in der Shell eintippert, wenn ihr einen habt, pingt ihr euer Handy. Das ist immer das lokale Gerät. Auf Unix-Systemen kann ich sogar die 127 irgendwas, irgendwas, irgendwas nehmen und er antwortet. Windows antwortet nur auf 001 am Ende. Dann gibt es das gute alte RFC 1918, das jeder zu Hause hat. Das wurde irgendwann mal definiert, weil man merkt so, huch, das ist ja voll hier. Was machen wir jetzt mit den ganzen Leuten, die ihre Systeme nicht von außen erreichbar haben müssen, weil irgendein schlauer Mensch irgendwann mal NAT erfunden hat. Es gibt sogenannte Private Address Spaces. Das heißt, die werden im Internet nicht geroutet, die kann ich zu Hause benutzen, so viel ich will. Und es gibt aus historisch jeder Klasse einen davon.
Class A 10/8, Class B gab es 172/12 und aus Class C gab es 192/168/16. So, wie gesagt, die werden zu Hause verwendet. Dann gibt es das APIPA Link Local Netz, /16. Das kriegt euer Rechner, wenn er keine IP-Adresse vom DHCP-Server kriegt, sucht er sich aus der Range irgendwas raus. Dann gibt es relativ neu das RFC 6598 Shared Address Space Netz, was für Service Provider und Infrastrukturen verwendet werden kann, damit man keine wertvollen V4-Adressen für Infrastruktur benutzt. Da haben wir übrigens gelogen, das ist 1/10, das ist sogar noch größer. Genau, da müssen wir die Slides noch anpassen. Dann gibt es Documentation Prefixes, die sollte man zur Dokumentation verwenden, immer wenn man über solche Sachen spricht. Dann gibt es noch diverse Testnetze, die sind in RFC 8190 aufgeführt. Da gibt es eine komplette Liste, welche Netze reserviert sind. Und wofür. Okay, wie klebe ich jetzt IP-Adressen und Ethernet zusammen? Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Schichten, Layer 2 war Ethernet, also das Data Link Layer und das Network Layer, was IP-Adressen sind. Die muss man ja irgendwie zusammenkleben, damit mein Laptop weiß oder euer Laptop hier im WLAN weiß, wie erreicht er unseren Router. Das muss er ja an die MAC-Adresse schicken, ansonsten kommt es nicht an. Dafür gibt es das hochkomplizierte Address Resolution Protokoll, kurz ABP. Das kann genau zwei Dinge. Das eine ist eine Who-Has-Message, das heißt, mein Laptop zum Beispiel schickt ins Netz, hallo, wer hat eigentlich gerade diese IP-Adresse, mit dir würde ich gerne reden. Das tut er per Broadcast, das heißt, er brüllt in das komplette Ethernet-Segment rein. Er weiß ja nicht, mit wem er reden soll, also kann er nur einmal brüllen. Wenn es das gibt oder irgendwer böse ist, kriege ich eine Antwort zurück mit der zweiten Adresse. Hallo, diese IP-Adresse habe übrigens ich und das ist meine MAC-Adresse. Das speichert sich mein Laptop in seinem ARP-Cache, üblicherweise für knapp 3 Minuten, und weiß ab diesem Zeitpunkt, welche MAC-Adresse er auf Ethernet-Frames malen muss, damit sie bei dieser IP ankommen. Noch eine Sache zu ARP-Caches, alte Cisco-Router merken Sie das gerne für 4 Stunden. Autsch. Das heißt, damit haben wir jetzt IP-Adressen und Ethernet verheiratet und all dieser ganze magische Kram passiert im Hintergrund, wenn ihr euch Katzenbilder im Internet anguckt. Und damit wir ins Internet kommen, brauchen wir noch Routing. Das heißt, wir haben ein lokales Netz, in diesem Falle 94, 45, 240, 0/20. Das gibt es hier gerade im WLAN. Und wir brauchen irgendwie unsere Fritzbox, unseren Default-Router, Standard-Gateway, um da rauszukommen. Das heißt, alle Adressen innerhalb dieses Netzes, innerhalb desselben WLANs zum Beispiel, können wir lokal erreichen. Dafür baut unser System automatisch einen Eintrag für dieses Subnetz in unsere sogenannte Routing-Tabelle. Das heißt, jedes Gerät, das IP spricht, hat eine Tabelle. Wie komme ich wohin? Die besteht in erster Näherung aus diesen zwei Spalten. Wo will ich hin und wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Gibt es zwei Optionen. Entweder ich bin da lokal drin angeschlossen, das heißt, meine WLAN-Karte ist direkt in diesem WLAN drin, oder an meiner Netzwerkkarte steckt ein Kabel, was genau in dieses Netz reinzeigt. Das wäre so ein Eintrag. Das Netz erreiche ich lokal angeschlossen über dieses Interface. Ab dann passiert ARP, wie gerade besprochen. Wenn irgendwas außerhalb meines lokalen Netzes ist, brauche ich irgendwen, der mich dahin bringt. Das heißt, ich muss zur Post gehen, das Paket aufgeben. Wo die Poststation ist, muss mir wer sagen. Deswegen trage ich hier ein, alle Rechner, das wäre das Subnetz, was alle IP-Adressen beinhaltet. Und da ist meine Poststation, sprich mein lokales Gateway. Da gebe ich eine IP-Adresse an, das wäre zum Beispiel diese kleine silberne Kiste da vorne. Wie funktioniert Routing generell? Ich weiß nicht, was diese kleine silberne Kiste da vorne macht, ist mir aber auch egal, ist ihr Problem. Das heißt, meine Hoffnung ist, wenn ich dem so ein Paket schicke, wird er schon zusehen, dass es danach weitergeht Richtung Internet. Da wir hier gestern ein bisschen fleißig waren, ist das so konfiguriert und es funktioniert. Weiß ich aber nicht, als normaler Computer. Das Prinzip ist Hot-Potato-Routing, das heißt, ich habe eine heiße Kartoffel in der Hand, die will ich loswerden. Ich nehme also den für mich besten Pfad, drücke dem die nächsten in der Hand oder dem nächsten Router diese Kartoffel in die Hand und hoffe, dass der genau dasselbe macht und es möglichst schnell am designierten Ziel ankommt. Was nicht garantiert ist, ist, dass der Rückweg derselbe ist wie der Hinweg. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass
meinen Weg, was weiß ich denn, wir sind hier gerade in Bonn, knapp. Von hier aus gibt es vielleicht eine Telekom-Leitung zum Hauptsitz in Bonn, dann geht es weiter nach Frankfurt an den Internetknoten, dann geht es einmal über den Teich nach New York und zurück kommt es über Marseille, München. Das nennt man dann asymmetrisches Routing, das ist aber gar nicht schlimm. Es passiert noch was mit der Routing-Entscheidung. Es wird entschieden, welche lokale Adresse mein Rechner benutzt, falls er mehrere hat. Das heißt, wenn ich hier im WLAN bin, habe ich zum Beispiel hier diesen Eintrag, das könnte meine lokale Adresse sein. Das heißt, wenn ich jetzt mir die Katzenbilder bei Google ergoogle, würde mein Browser eine Anfrage dahin schicken und mein Betriebssystem würde diese Anfrage losschicken mit meiner IP aus diesem Netz. Habe ich noch einen zweiten Weg ins Netz, zum Beispiel ein lokal angeschlossenes Netzwerk auf Kabel, habe ich da eine andere IP, wenn ich mich also mit irgendeinem Rechner in diesem Netz verbinde, würde diese IP benutzt für die Kommunikation. Das kann man überschreiben, wenn man weiß, was man tut. Wie groß sind diese Pakete? Es gibt noch so eine MTU, die einen relativ leicht beißen kann. Das ist die Maximum Transmission Unit, das ist die Größe eines IP-Pakets. Beziehungsweise je nach Definition das ganze Paket oder wie viel reinpasst. Frame. Entschuldigung. Den habe ich verdient. Der ganze Frame. Nichtsdestotrotz die Größe des ganzen Frames oder wie viel reinpasst. Da unterscheiden sich die Hersteller wie Cisco, Juniper etc. oder Linux-Systeme, was man angibt. Ich glaube, bei Linux ist es das, was reinpasst. Üblicherweise hat man da 1500 stehen, das hatte man vorher gesehen auf dem Beispiel, was Falk hatte von IP-Link, da stand zwischendrin so eine 1500. Da wird angezeigt, wie groß quasi die Päckchen sein können, die Frames sein können. In Backbone-Netzen nutzt man da gerne 9000, respektive 9200, ist glaube ich die maximal größte konfigurierbare, damit man möglichst viele Dinge ineinander stapeln kann. Netzwerker packen gerne Sachen in Sachen ein. Innerhalb dieses Ethernet-Frames kann ich ein TCP-Segment haben. Das heißt, wenn ich eben diese Katzenbilder wieder google, baut mein Browser ja eine TCP-Verbindung zum Beispiel Google Web Server auf. Und innerhalb des Frames habe ich ein IP-Paket. Da drin habe ich wieder ein TCP-Paket gedanklich, wenn man das OSI-Modell von unten nach oben hocharbeitet. Und auch für diesen Frame gibt es eine maximale Größe. Das wäre die Maximum Segment Size. Das ist natürlich ein bisschen kleiner, weil noch ein TCP-Header davor kommt, als die MTU. Genau, üblicherweise ist das MTU minus 60 Bytes. 20 Bytes für einen IP-Header, 40 Bytes für einen TCP-Header. Und die Maximum Second Size gibt es tatsächlich nur bei TCP. Wird auch beim Verbindungsaufbau so ausgehandelt. So, wo kriege ich jetzt so IP-Adressen her? Du hast den Klicker. Es gibt die IANA. Die IANA hat irgendwann mal beschlossen, wir sind die große amerikanische Behörde, die Nummern zuteilt. Die Internet Assigned Number Authority. Genau. Die haben jetzt auf die 5 Kontinente verteilt jeweils eine Regional Internet Registry. Das ist das RIPE NCC in Europa. Das ist ARIN in Nordamerika, LACNIC in Südamerika, AFRINIC in Afrika und APNIC in Asia Pacific. Diese 5 Regional Internet Registries geben an Organisationen, die sich als Local Internet Registry registriert, entsprechend IP-Adressen weiter. Die kriegen dann ein Assignment und können dann an Kunden oder sich selber wieder IP-Adressen vergeben. V4 ist momentan alle, da gibt es nichts mehr. Nicht ganz. Ja, nicht ganz, das ist aber, ne? Du kriegst nicht mehr viele IP-Adressen. Gibt jetzt halt nur noch V6 und zumindest für neue. Genau, das sieht ungefähr so aus, dass die IANA über den kompletten IPv4-Space herrscht und üblicherweise in /8 Blöcke an die RIRs, die Regional Internet Registries, also eine von den 5 verteilt. Eins zum Beispiel wäre das RIPE. Das hat, oder alle 5 RIRs haben eine Last/8 Policy gebaut vor vielen, vielen Jahren. Ich vermute vor so 10, 15, 20 ist.
Das heißt, wenn das letzte Slash 8, was Sie haben, angeschnitten wird, kriegt man nicht mehr so viele IPs, wie man braucht. Das heißt, vorher konnte man sagen, hallo, ich bin die Telekom, ich brauche ganz viele IPs. Dann hat man die meistens auch gekriegt, wenn man das irgendwie belegen konnte mit so und so vielen Kunden etc. Heute kriegt man 1/22, weil die Last Slash 8 Policy in Kraft ist. Die kriegt jeder neue LIR, Local Internet Registry. So was bin ich zum Beispiel, das habe ich vor ein paar Monaten angeleiert. Das heißt, ich habe jetzt einmal 1/22 V4-Adressen gekriegt, mehr kriege ich nie, zumindest nicht vom RIPE. Das Thema ist jetzt durch. Das ist eine Allocation, wenn man das kriegt, als Provider Assigned IP Space, also meiner. Daraus kann ich Assignments schneiden, zum Beispiel 1/24 für diese ganze Infrastruktur da. Das kann ich an Kunden vergeben oder selber nutzen. Es gibt die Alternative des PI Spaces, des Provider Independent Assignments. Das ist zum Beispiel der IP-Bereich, der hier im WLAN unterwegs ist. Der gehört dem Chaos Computer Club. Das ist 1/19, das ist schon relativ alt. IPv4 PI Space gibt es auch nicht mehr. Für IPv6 gibt es noch beides, da kriegt man auch deutlich mehr Adressen. Das erzählt der Falk aber nachher, oder wir beide. Wie arbeite ich mit diesem ganzen Netzwerkkram unter Linux? Natürlich auf der Shell, klicken kann jeder. Es gab da früher mal so eine ganze Liste an Tools. Die Älteren kennen ifconfig und so Sachen. Die sind alle eher tot. Seufzt. Lang lebe IP-Route 2. Also tot heißt, wenn ich ein aktuelles Debian Stretch installiere, habe ich diese Tools alle nicht zur Verfügung. Wenn ich eins dieser Tools in die Shell tippe, sagt es mir, kenne ich nicht. Da haben sich Menschen mal hingesetzt und ein Schweizer Armee-Taschenmesser, MacGyver würde es lieben, für IP gebaut. Das kann alles und das auch noch relativ sinnvoll aufgeteilt. Das heißt, das unterscheidet grob nach Layern respektive Funktionen. IP-Link gibt es zum Beispiel, also das Tool heißt IP, dahinter gebe ich an, mit was will ich arbeiten und dahinter sage ich ihm, was will ich damit tun. IP-Link wären so Sachen wie Interface hoch oder runter fahren, eine MTU setzen, mit irgendwelchen WLANs spielen, Bridges spielen, also alles so Layer 2 Kram. IP-Address konfiguriert, oh Wunder, IP-Adressen. Derer kann ich auch gleich mehrere auf ein Interface packen. Das war mit ifconfig gar nicht so einfach. Da musste ich mit Subinterfaces rumhantieren, was einen manchmal beißen konnte. IP-Route konfiguriert Routen. Und IP-Neighbor oder IP-Nay ist der Ersatz für ARP, das ARP-Tool. Oder Neighbor-Discovery für IPv6. Wie gehe ich mit den Dingern um? Wenn man sie nach Hilfe fragt, also IP, dann das Ding, womit ich arbeiten will, zum Beispiel Link-Help, oder ich kann dich auch abkürzen, IPLH, kriege ich so eine Grammatik. Das sagt uns, wie es gerne bedient werden möchte. Also IP, Link, Set, welches Interface, Up-Down zum Beispiel. Oder ich kann es umbenennen, die MAC-Adresse ändern, neue MTU drauf, etc. pp. IP-Link selber oder IP-Funktion selbst ohne irgendwas hinten dran ist ein implizites IP-Irgendwas-Show. Das heißt, das zeigt mir zum Beispiel alle Interfaces an mit MAC-Adressen, ob die Up und Down sind. Dasselbe für IP-Adressen. Aufbau ist immer derselbe. IP-Address-Show zum Beispiel oder IP-Address zeigt mir alle Interfaces und IP-Adressen an. Schön übersichtlich. Ich kann IPs hinzufügen, ersetzen, löschen, etc. pp. Das ist eigentlich alles ganz straightforward. Und Routing analog. IP, Root, Add, Del, etc. pp. Das Ding ist ein bisschen komplizierter, das ist nicht mal die Hälfte der kompletten Grammatik, weil ich mit Routing sehr viel Schweinereien machen kann. Das meiste davon ist aber relativ einfach, IP Route Add, die Route, also wohin, zum Beispiel mein Prefix. Das heißt hier, wenn ich da mal durchgehe, um das mal zu zeigen, wie man das liest, Route wäre definiert als das Ding, das muss haben eine Node Specification, das wäre das da, das muss haben ein Prefix, alles was in eckigen Klammern steht, kann, muss aber nicht. Das heißt, ich könnte eine Route setzen, die nirgendwo hin zeigt. Das wäre gar nicht so hilfreich. Oder ich kann zum Beispiel noch die Infospec angeben. Hier kann ich, muss ich aber nicht. Das wäre zum Beispiel ein Next-Hop. Wohin geht die Route? Oder wer wäre mein Post-Office, zum Beispiel meine Fritzbox? Oder auf welchem Device ist das lokal angeschlossen? Wenn ich zum Beispiel in einem Ethernet-Segment mehrere IP-Netze nutze, müsste man sowas vielleicht eintragen. Was man übrigens nicht tun sollte, weil es zu Verwirrungen führt. Das ist die Wahrheit.
selbiges IP-Nay, zeig mir den Up-Cache an oder den Neighbor-Discovery-Cache. Oder wenn irgendwelche Dinge sehr subtil und schlimm kaputt sind, schreib da vielleicht mal drin rum oder lösch was raus. Noch Fragen, Max? Ja, Falk. Warum machen so viele Leute noch Layer 2? Weil es so schön einfach ist. Aber das geht so schnell kaputt. Aber es ist einfach. Und wir sind on time. Sehr schön. So, nach diesem wunderschönen Vortrag gibt es erstmal einen Hinweis, und zwar den Hinweis auf diese wunderschön bunt blinkende Box. Es handelt sich hierbei um ein in monatelanger Kleinarbeit zusammengebautes Feedback-System. Aus eigener Erfahrung, Feedback ist super wichtig für Konferenzorgas. Das heißt, wenn ihr gleich diesen Raum verlasst, drückt einfach den schönen blauen Knopf und lasst den beiden euer Feedback übrig. Noch Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt jetzt. Die Gefahr ist die, dass ich offenbare, dass ich nichts verstanden habe. Mein Network-Provider NetCologne ärgert mich, dass ich eine MTU-UDP-Adresse hätte. Das würde zu Denial-Service-Aktivitäten fördern. Und die wollen mich abschalten. Bisher haben sie das nicht getan. Ich verwende also ein Linux, ja, das Übliche, Debian und habe dort wohl eben irgendetwas falsch konfiguriert, nämlich dieses Avahi. Brauche ich das? Wofür brauche ich das? Kann ich das zumachen? Avahi ist Multicast DNS. Das braucht man relativ selten, in lokalen Netzen zu Hause wahrscheinlich nicht. Das heißt, das wird man vermutlich stumpf deinstallieren können für ein Heimsetup. Okay, das sagen mir meine Freunde auch, denen ich nicht geglaubt habe. Dann würde ich Zug und vorschlagen, den Freunden zu glauben. Die wissen es oft. Weitere Fragen? Was sind die Anforderungen, um ein LIR zu werden und wie tut man das? Wie beantragt man das? Es braucht ein Legal Entity, um ein LIR zu werden. Das heißt, du brauchst eine Firma. Ich glaube, ein Verein müsste auch ausreichen. Die Herausforderung an der Nummer ist, dass das RIPE in Amsterdam sitzt. Das heißt, es gilt so ein bisschen das niederländische Recht. Ich bin selbstständig, sonst hätte ich es nicht machen können. Das heißt, ich habe eine Firma, was allerdings relativ kompliziert ist, weil es keine GmbH gibt. Das heißt, du hast keinen Handelsregisterauszug. Das kriegen die aber hin. Die Subscribe-Fee einmal kostet 2.000 Euro. Aktuell sind das pro Jahr 1.400 Euro Member-Fee ohne Märchensteuer. Wenn man aber eine Firma ist und eine Umsatzsteuer-ID hat, zahlt man die auch nicht. Üblicherweise, da es sehr, sehr viele Liers gibt in letzter Zeit, die sind vor ein paar Jahren so explodiert aufgrund dieser Last-8-Policy, dass jeder neue Lier 1/22 kriegt. Menschen wollen IP-Adressen haben. Gibt es sehr, sehr viele Liers, das heißt, die 1.400 Euro stehen zwar auf Papier noch so, werden auch jedes Jahr neu bestätigt. Üblicherweise kriegt man auch ein bisschen was wieder. Noch vielleicht als Zwischenkommentar, je nachdem, was du machen willst, gibt es noch das Konzept der Sponsoring LIR. Je nachdem, was genau du von RIPE haben willst, kannst du dir auch eine andere LIR suchen, die unter Umständen deine Application sponsert, wenn du zum Beispiel nur eine AS-Nummer und wenig Adressen möchtest. Falls das der Fall ist, könnten wir reden. Weitere Fragen? Alle Klarheiten beseitigt. Dann. Yay.